Herr Breyer, bitte. Thank you, Rapporteur. Vielen Dank, Herr Berichterstatter, werte Kolleginnen und Kollegen. Dieses Dossier beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit der Frage, wie kann man wirksam terroristische Inhalte auf der einen Seite aus dem Internet auslöschen, aber auf der anderen Seite auch die Bürgerrechte wahren. Und unser Team verhandelt ja auf der Grundlage eines Standpunkts, den dieser Ausschuss verabschiedet hat, und viele Anwesende haben ja dafür gestimmt seinerzeit. Sinn und Zweck unseres Standpunktes, der in der Tat abweicht vom Vorschlag, besteht darin, die Grundrechte online zu schützen. Und deshalb war unser Vorschlag, einige Veränderungen vorzunehmen. Schon mal den Titel der Verordnung als solche. Wir möchten zum Beispiel nicht, dass verpflichtende Upload-Filter eingesetzt werden. Das würde zu massiver Blockade gegenüber legalen Inhalten führen, denn Menschen können das sowieso immer umgehen. Und letztes Jahr hatten wir ja hunderttausende Internetnutzer, die auf die Straßen gegen die protestiert haben, gegen Uploadfilter. Und deshalb ist für uns dieser Ansatz überhaupt nicht hinnehmbar. Und das Parlament will ja auch, dass hier diese Streichanordnungen von unabhängigen Stellen gemacht werden im Niederlassungsland des Providers. Wir möchten, dass solche Ersuchen auch rechtlich überprüft werden können, dass man Einspruch dagegen einlegen kann. Es geht hier um globale Netze. Damit haben wir hier einen Präzedenzfall. Und deshalb sind wir entschlossen, das auch richtig zu machen. Internetanwender, Unternehmen, Journalisten und Künstler, Forscher und Medienanstalten, die haben ein Auge auf uns, und wir bekommen unheimlich viele Briefe und Eingaben. Wir gehen ja zu vielen Veranstaltungen mit der Bürgergesellschaft, mit der Industrie. Wir hören da die Internetpioniere, die Grundrechteagentur, sogar auch Sonderberichterstatter, die uns sagen, wie wichtig es ist, die Grundrechte online zu bewahren, auch im Umgang mit terroristischen Inhalten. Schlüssel bei diesen Verhandlungen ist, dass wir als Parlament geeint sind in unserem Ansatz. Und hier geht mein Dank an den Berichterstatter und an die Schattenberichterstatter, dass sie genau das tun in der Verhandlung zu diesem Dossier. Ja, die Verhandlungen laufen ja jetzt erst seit circa 2 Monaten, und das Dossier ist überhaupt nicht in einer Sackgasse. Nein, wir sind entscheidend vorangekommen in einigen Punkten. Und das haben die Kollegen vor mir ja bereits gesagt. Im letzten Trilog zum Beispiel hat man wirklich hier gespürt, dass wir alle bereit sind, gemeinsam etwas zu erarbeiten. Und wir arbeiten jetzt auch selbst an möglichen Kompromissen hier im Parlament. Was zählt, ist es, dem Rat und der Kommission gegenüber klar zu machen, dass unser Vorschlag, der EP-Vorschlag, so wie er jetzt vorliegt, einen riesen Mehrwert bringen würde in Bezug auf die Wirksamkeit. Wir würden sicherstellen, dass die terroristischen Inhalte schneller gelöscht werden können, denn wir setzen einen Zeitraum, den gibt es bisher noch gar nicht. Wir wollen sicherstellen, dass wir einen wirksamen und auch durchsetzbaren Mechanismus haben für terroristische Inhalte, die auf Servern im Ausland sitzen. Bisher haben wir da gar keinen Zugriff. Wir wollen die zuständigen Behörden zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ermächtigen. Die müssen auch Maßnahmen gegenüber Providern ergreifen können, um terroristische Inhalte schneller zu streichen, dass zum Beispiel die schneller angezeigt werden, dass mehr Mitarbeiter eingestellt werden können für die Suche. Wir wollen, dass auch Strafverfolgungsmaßnahmen besser greifen gegen terroristische Propaganda, indem man das leichter melden kann und die relevanten Daten auch speichern kann. Das heißt, wir arbeiten zusammen daran, eine Lösung zu konzipieren, die greift gegenüber terroristischen Inhalten, gleichzeitig aber auch die Grundrechte schützt. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, und ich danke allen im Verhandlungsteam hierfür.